Jo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Daily Shop. Ich verschenke übrigens noch bis zum Sonntag gleich 20 mal 1000 V-Bucks an euch. Also falls ihr ein paar V-Bucks haben wollt, einfach nur Creator Code Snoxy im Shop eintragen. Und falls ihr neu hier auf meinem Kanal seid, natürlich noch ein Abo da lassen und dem Video hier einen Daumen nach oben geben. Vielleicht schaffen wir heute wieder die 4000 Likes und da kommen wir natürlich auch direkt zum heutigen Fortnite Shop. Dort haben wir echt viele neue Sachen drin und auch richtig crazy neue Skins hier auf der linken Seite. Dazu noch eine ziemlich geile neue Hacke und auch noch einen neuen Emote hier unten rechts. Seht ihr schon, windig für 200 V-Bucks. Ja, das sind heute ziemlich viele coole neue Items, die wir drin haben. Die Skins, mit denen fangen wir direkt mal an. Oh, ich würde sagen, ich finde sie in Ordnung. Ich glaube, ich werde mir einen der beiden holen. Ihr könnt mir gerne mal dann in die Kommentare schreiben, welchen der beiden ihr besser findet. Also welchen von den beiden ich mir da holen soll. Das ist hier der männliche. Beide haben auch einen ziemlich ähnlichen Backpack. Das zeige ich euch gleich mal. Der schaut nur minimal anders aus. Das ist hier quasi der männliche Skin. Der hat so ein Aufblasgerät mit so einem Mini-Schlenki da auf dem Rücken. Ich finde diese Skins ganz lustig gemacht, aber ich glaube, ich werde mir persönlich nur einen der beiden holen. Das hier ist quasi die weibliche Variante. Sie hat auch so ein Gerät, halt nur in einer anderen Farbe und halt ihren Mini-Skin. Sind halt so aufblasbare Figuren, aber ich glaube, das sind halt auch eher so Fun-Skins, also da lohnt sich in meinen Augen jetzt eher nicht, beide davon zu holen. Also ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welchen ihr da besser findet. Dann haben wir eine ziemlich geile neue Hacke drin, nämlich den Wackelboxer für 800 V-Bucks. So schaut er aus und ich muss sagen, mir gefällt die Hacke ziemlich gut. Also es ist eine lustige Hacke und sie hat auch einen ziemlich coolen Sound. Und dazu noch solche Effekte hier. Sie gefällt mir einfach auch vom Aussehen her ziemlich gut. Ich mag das ja, wenn die Hacken so ein bisschen dünner sind. Und dazu, wenn es nicht direkt nach einer normalen Hacke ausschaut. Ich weiß auch gar nicht, was soll das ja eigentlich sein? Ist wie wieder so eine Figur mit so Boxhandschuhen. Ja, die gefällt mir einfach ziemlich gut. Werde ich mir jetzt auch hier direkt mal holen. Und da kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Und zwar haben wir da erstmal diesen Fukuhila-Skin drin. Ist irgendwie gar nicht meins. Habe ich mir auch nicht geholt. Auch der Backpack hat mir jetzt eher nicht so gefallen. Deswegen kann ich den Skin einfach eher nicht so empfehlen. Dann haben wir noch die Harpunenhacke drin für 800 V-Bucks. Leider relativ enttäuschend gewesen. Also ich habe sie relativ selten nur gespielt. Das hier ist der Sound. Dann haben wir noch den Trooper-Skin drin. 800 V-Bucks kostet der. Grüße an Brian. Das ist ja sein Hauptskin. Ja, ich finde ihn okay. Ist aber jetzt echt nichts Krasses. Dann haben wir den Vizemodell 1 drin. Mal wieder. Gestern hatten wir ja, glaube ich, den... War das gestern, dass wir den einen Detektivskin drin hatten? Ja, das ist auf jeden Fall hier der Gleiter dazu. Ist auf jeden Fall ganz in Ordnung. Ist halt schön aufwendig modelliert. 1200 V-Bucks gehen dafür also noch klar. Dann haben wir noch den Fußwahnsinn drin. Ja, finde ich auch ganz cool. Ich muss sagen, der Beat gefällt mir. Also die Melodie, die Musik finde ich ziemlich nice. Und dann haben wir noch im letzten Slot des heutigen Tages den Windig Emote drin. Soundtechnisch hört man da nicht so viel, so leichte Windsounds sollen das, glaube ich, sein. Man hört es halt kaum, es ist halt wirklich ultra leise. Also das meiste ist hier wirklich einfach nur die Bewegung. Ist jetzt nichts Krasses, aber für 200 V-Bucks ist es noch in Ordnung. Passt halt ziemlich gut zu den beiden Skins. Wenn man sich also einen der beiden Skins holt, dann würde ich mir auch wahrscheinlich den Emote hier holen. Passt halt ganz gut zusammen. Das sind diese Windfiguren. Ich denke mal, die meisten von euch werden sowas kennen, in irgendwelchen Schaufenstern oder so, oder keine Ahnung, Fußballfeldern oder so, gibt es ja manchmal solche Windfiguren hier, die sich dann im Wind halt so bewegen, halt so wie dieser Emote hier auch ist. Ist ganz lustig. Ich glaube, es ist halt eher wirklich so eine Fun-Sache. Also wieder eher so ein spaßiger Skin. Ja, mir gefallen sie auf jeden Fall ganz gut. Ich würde sie jetzt aber nicht so ernst spielen. Das ist halt für mich auch wirklich so ein Troll-Skin. Die benutzt man halt, wenn man den Gegner so ein bisschen demütigen möchte, dass man ihn mit so einem Scheiß-Skin getötet hat, wenn man so sagen will. Und dann könnt ihr natürlich auch, wie gesagt, an meinem Gewinnspiel teilnehmen. Ich verlose noch bis zum Sonntag gleich 20 mal 1000 V-Bucks. Wenn ihr die haben wollt, einfach nur Snoxy als Creator hier im Shop eintragen. Und wie gesagt, falls ihr neu seid, unbedingt ein Abo da lassen und auch gerne die Glocke aktivieren, um hier keine Videos mehr zu verpassen. Da bekommt ihr nämlich eure Benachrichtigung, wenn hier der neue Shop online geht und ihr wisst halt immer, was so heute drin ist. Dann lasst natürlich auch gerne noch einen Daumen nach oben da und schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare, welchen der beiden Skins ich mir eher holen soll. Und ja, dann war es das auch schon zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns dann spätestens mal wieder zum nächsten Daily Shop. Bis dann, macht's gut und haut rein. Tschüss.